Friends, das ist unsere Geschichte für euch. Sie handelt von Freundschaft, Zusammenhalt, grenzenlosen Spaß und von Neuanfängen. Wir sind 11 Jugendliche. 5 von uns sind in Deutschland geboren. Die anderen 6 kommen alle aus Syrien. Also begonnen hat das alles in der Schule. Also ich habe mir schon bevor die ersten Flüchtlinge an die Schule gekommen sind, gedacht, dass ich irgendwie helfen möchte, dass die halt besser, also dass sie sich integrieren und dass wir auch eine Freundschaft aufbauen und dass halt alles klappt, dass in der Schule alles super wird, die sich hier wohlfühlen. Vieles bei uns funktioniert ohne Sprache. Und Sprache lernen, das funktionierte bei uns fast so wie von selbst. Wie heißt es auf Reis. Deutsch? Reis. 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 Wir machen das ja bei mir zu Hause und dann, ich stelle da dann immer Stühle in mein Zimmer und pack da was zu knabbern und zu trinken hin. Und dann, meine Mutter ist ja meistens arbeiten, aber einmal war sie halt zu Hause. Und dann kamen alle rein, haben uns Schuhe oben ausgezogen, sind dann alle ins Zimmer und dann erstmal meine Mutter alle Hallo gesagt und Hallo, Hallo, Hallo und dann alle einfach durch. Und ja, das war schon lustig, weil einfach so viele Schuhe auf einmal da standen und das Zimmer war voll. Begonnen hat das alles in der Schule mit einer Projektwoche. Wir haben Interviews mit den neuen Schülern aus Syrien gemacht. Zum Beispiel mit Dera. Er ist gerade 18 geworden und lebt alleine in Deutschland. Immer, wenn ich mit meiner Familie war, war ich glücklich. Meine Mutter sagte mir, dass ich ein Träumer bin. Ich träumte schon immer von großen Dingen. Aber dann lief es schief. Denn dann kam der Krieg. In Syrien träumte Dera davon, einmal Arzt zu werden. Er liebte sein Leben. Alles aufzugeben, das war sehr hart. Von der Flucht spricht er nur ungern. Und dann spüren wir auch, dass es ihm nicht gut geht. Er vermisst auch seine Eltern. Aber wenn wir alle zusammen sind, dann ist die Vergangenheit kein großes Thema. Ja, also man hat dann halt erst richtig verstanden, so was die eigentlich alles erlebt haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass die einfach an sich irgendwie so fröhlich sind und trotzdem die ganze Zeit lachen, dass man sich das ab und zu vergisst, man es halt trotzdem, wenn man mit denen unterwegs ist. Würdest du lieber zu deiner Familie in Syrien oder lieber hier bleiben? Nein, hier bleiben. Ich will und ich mag alle hier kommen und hier bleiben. Aber in Syrien kann ich nicht leben und allen Druck und keine Hoffnung, keine Arbeit, keine hier in Deutschland Arbeit und mach weiter leben. Und also hier in Deutschland siehst du Hoffnung? Ja, viel Hoffnung. Sport ist ein Thema, Fußball ist ein Thema, was ziemlich verbindet und ja. Und dann Musik. Ja, Musik, ja. طفي 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 طفي
6 Monate haben wir jetzt zusammen verbracht. 6 Monate, in denen wir unendlich viel Zeit zusammen erlebt haben. Zusammen sein, das bedeutet für uns Spaß. Und damit sind wir ein Stück unserer Welt, wie wir sie uns wünschen. Teil einer friedlichen Welt, ohne Vorurteile, mit gemeinsamen Abenteuern und Begegnungen. Und mir ist noch wichtig, den Menschen einfach, also den ganzen Menschen zu zeigen, dass man miteinander leben kann, weil wenn man das in den Nachrichten so sieht, wie so viele Menschen einfach davon abgeneigt sind, mit einem Zusammenleben. Ich möchte denen einfach sagen, dass es klappt. Die Jugendlichen gehen mit dem besten Beispiel voraus und so zeigen wir den Erwachsenen, dass es funktioniert und so kann eine gute Zukunft entstehen. Meine Mama hatte damals recht. Ich bin doch ein Träumer.